Moin Moin Secrets-Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder auf eurem Infotainment-Kanal, ihr seid bei Secrets. Ich bin's Toxic85 und ich habe eine neue Folge von Im Fokus für euch. Heute beschäftige ich mich mit der Ibuki, einem tierneuen Kreuzer der Japaner. Bevor das Gefecht jetzt richtig in Gang kommt, möchte ich euch mal eine ganz kleine Einleitung zum Schiff in echt geben, weil die Ibuki gab es wirklich in echt. Es wurde nämlich als schwerer Kreuzer der kaiserlich-japanischen Marine 1941 in Auftrag gegeben und sollte die gleiche Bewaffnung wie die Mogami erhalten. Bei der Mogami klingelt es natürlich, Tier 8 Schiff, auch aus unserem Tech-Tree, wie bekannt. Nach dem Rücktritt Japans, nämlich aus dem Washingtoner Flottenabkommen, wurde das Schiff mit einer Verdrängung von 12.200 Tonnen geplant und vorab waren nämlich nur 10.000 Tonnen erlaubt. Allerdings gab es nach der japanischen Niederlage bei der Schlacht um Midway eine Planänderung. Der Bau wurde verlangsamt, da vermehrt auf Flugzeugträger gesetzt werden sollte. 1943 erfolgte dann der Stapellauf, wurde aber allerdings einen Monat später schon wieder gestoppt, da Flugzeugträger Priorität besaßen und die Ibuki danach ein Flugdeck erhielt und danach sogar 27 Flugzeuge unterbringen konnte. Bis Kriegsende schaffte es das Schiff allerdings nicht mehr fertiggestellt zu werden und wurde dann anschließend an die USA übergeben, wo es dann 1947 sein Ende fand und endgültig abgewrackt wurde. So, ich habe mich erstmal entschieden, Richtung A rüber zu fahren. Bei den Gegnern geht auch schon eine gegnerische Shimakaze auf. Wir gucken uns in der Zeit mal ganz kurz den Matchmaker an. Ihr seht schon die Ungleichheit da oben drinne. Das war zu der Zeit noch ein Gefecht gewesen, wo der Matchmaker noch nicht angepasst war. Wir haben 5 Zerstörer auf unserer Seite und 4 Zerstörer auf der anderen Seite. 5 Schlachtschiffe auf unserer Seite und ich bin der einzige Kreuzer zusammen mit einer Neptune. Ja, also da haben wir natürlich gewaltig was zu tun, ne? Als Supporter, als Kreuzer müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr in den Fokus von den Schlachtschiffen vom Gegner kommen und trotzdem unsere Zerstörer vorne gegen die gegnerischen Zerstörer supporten. Ganz wichtig hier erstmal, wir sind momentan mit einer Überzahl auf A unterwegs und versuchen hier die Shima zu treffen, beziehungsweise sie am Cappen zu hindern und schon mal zu beschädigen, dass unsere Zerstörer es vielleicht auf der Seite ein bisschen einfacher haben. Sie kann sich jetzt erstmal ein bisschen in Sicherheit bringen und trotzdem schaffen wir es, einen Brand draufzulegen, den sie jetzt auch erstmal nicht reparieren kann. Ist schon mal ganz gut, da tickt er schon mal ein bisschen runter. Ja, wie gesagt, der Gegner hat schon ein Cap geholt. Wichtig, gleich am Anfang ein bisschen Map-Kontrolle zu bekommen. Den Gegner aber nicht zu sehr die Caps zu lassen, aber auch nicht gleich zu offensiv reinzufahren, dass wir vielleicht schon am Anfang der Runde Zerstörer verlieren, weil, wie gesagt, 5 gegen 4 Zerstörer. Wir haben eigentlich den Zerstörervorteil auf unserer Seite, aber natürlich dürfen wir die auch nicht am Anfang der Runde verlieren. Aufdeckung und Cappen ist nun mal Zerstöreraufgabe und wenn uns da am Anfang schon die Schiffe fehlen, wäre schwer ein Nachteil für uns. Das gibt mir mal ganz kurz Zeit, um auf ein paar Eigenschaften von der Ibuki drauf einzugehen. Wir haben nämlich eine starke Feuerkraft. Ihr seht das nämlich, dass wir 5 Türme haben, die wir alle gleichzeitig ausrichten können. Das sind Zwillingstürme, also 5x2 Geschosse können wir gleichzeitig auf den Gegner bringen mit je 203 mm. Die Anordnung der Türme erlaubt es uns zudem, ein schmales Profil zu zeigen und trotzdem eine starke Feuerkraft aufzuweisen. Wir haben nämlich 3 Türme vorne und 2 Türme hinten. Also egal, ob ihr einen Gegner vielleicht pusht durch die vorderen Türme, wo ihr dann 6 Geschosse gleichzeitig auf den Gegner bringen könnt, oder ihr müsst vor dem Gegner wegfahren, habt ihr immer noch 2 Türme hinten, die ganze Zeit den Gegner unter Beschuss nehmen können oder entsprechend anzünden können. Ausgestattet sind wir zudem mit Torpedos, die eine Reichweite von 10 Kilometer haben. Das ist nämlich auch ein sehr großer Vorteil von der Ibuki, weil unsere Erkennbarkeitsreichweite sehr gering ist. Voll ausgebaut kommen wir nämlich auf 9,98 Kilometer. Sprich, wenn ihr aufgeht, könnt ihr theoretisch die Torpedos ins Wasser werfen. Ihr seid falls nicht unsichtbar beim Werfen. Aber ihr müsst auch nicht unbedingt zu dicht rankommen. Ihr könnt direkt wieder vom Gegner wegfahren und gucken, dass ihr wieder zugeht und habt trotzdem die Torpedos ins Wasser geschmissen. Zudem zeichnet die Ibuki eine hohe Geschwindigkeit aus und eine sehr gute Ruderstellzeit. Das erlaubt es, schnelle Windemanöver einzuleiten. Wenn ihr seht, ihr werdet unter Beschuss geraten, dann habt ihr hier die Möglichkeit, mit WASD entsprechend die Geschwindigkeit schnell zu verlangsamen oder zu erhöhen und den Geschossen auszuweichen. Wir haben es jetzt glücklicherweise geschafft, die gegnerische Shimakaze auszuschalten. Sie ist ein bisschen unnötigerweise aus ihrer Deckung hinterm Berg vorgefahren.
Vielleicht aber auch, weil wir ein bisschen gepusht haben. Jetzt ist es natürlich wichtig, A zu erobern. Und weil ich sehe, dass wir hier eine Überzahl haben, habe ich mich jetzt schon entschieden, auf die andere Seite rüber zu fahren, damit wir diese Seite natürlich nicht verlieren. Ganz wichtig, ne? Also nicht denken, wir sind in A in Sicherheit, wir haben den Cap und jetzt lassen wir das alles mal auf uns zukommen. Nein, rechtzeitig die Karte im Auge behalten und gucken auf der anderen Seite eine Unterzahl. Wir müssen als Kreuzer unterstützen, wir müssen rüberfahren. Ihr seht auch, die gegnerischen Schiffe sind abgelenkt. Wir können von hinten Fokusfeuer drauf richten. Müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu dicht rankommen. Die Geschosse waren so, geht so gesetzt. Schaffen wir trotzdem zum Glück einen Brand auf den Gegner auszulösen. Ganz wichtig bei der Wookie, ihr agiert eigentlich aus der zweiten Reihe. Ihr nutzt eure Reichweite aus und versucht den Gegner aus höherer Distanz zu beschießen, weil das Schiff einfach nicht viel aushält. Da kommen wir nämlich zu den Nachteilen der Ibuki. Ihr habt nämlich eine große über Wasser liegende Zitadelle, welche relativ leicht schwere Treffer hinnehmen kann. Also jeder, der die Ibuki oder die japanischen Kreuzer durchlaufen hat, weiß das, dass man teilweise aus unmöglichen Winkeln schwere Treffer abbekommt. Ja, es ist leider so, deswegen, wie gesagt, aus der zweiten Reihe versuchen, den Gegner zu nerven, zu beschießen, anzuzünden und trotzdem seinen Geschossen auszuweichen. Zudem habt ihr als Nachteil noch eine langsame Turmdrehzeit, welches denn entsprechend schwer macht, sehr nahe Ziele, also sprich Zerstörer, die dicht dran sind an euch und die sehr beweglich sind, anzugreifen. Ungeskillt habt ihr zudem eine lange Nachladezeit, diese beträgt bei den Türmen 15 Sekunden. Und ihr habt auf Tier 9 mit 39.000 HP relativ wenige Trefferpunkte. Also für diese hohe Tierstufe als Kreuzer, alle ihr ein, zwei Zitadellentreffer, dann ist es schon fast um euch geschehen, sage ich das mal übertrieben. Ihr habt falls die Reparaturmannschaft, welche das ein bisschen ausgleicht. Trotzdem sind 39.000 HP für Tierstufe 9 nicht gerade viel. So, wir haben jetzt zwei Cap-Punkte in der Zeit verloren. Wir tummeln uns eigentlich auf A. Wir haben da hinten noch eine Yugumo am Fahren. Als Einzelfahrer, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass die sich nicht auch noch rausnehmen lässt. Sie ist natürlich Einzelfahrer, wird vom Cap weggedrängt, ist eigentlich ein bisschen raus aus dem Spiel. Wir haben Punkte, Nachteil, über 200. Drei gegen drei Schiffe wurden rausgenommen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht gleich an vorderster Front stehen und dürfen natürlich auch nicht zu weit wegfahren, dass wir gar nicht mehr agieren können. Das ist gerade so für die Buki eigentlich eine blöde Situation. Zerstörer haben wir noch alle bei uns auf der Seite. Leider haben sich auch auf unserer Seite auch schon zwei Schlachtschiffe wegschießen lassen. Die sind ein bisschen unter die Räder gekommen auf den Seiten, wo die Caps auch verloren haben. Hier geht wieder gegnerischer Zerstörer auf, den wir versuchen aus der Entfernung wieder zu beschießen. Jeder Punkt, den wir den Gegner abziehen, also den gegnerischen Zerstörern, kann unseren Zerstörern natürlich wieder helfen. Auch hier wieder eine Beschädigung auf den Gegner, was unseren Zerstörer hier ungemein hilft, ne? Er ist hier gerade im Zweikampf. Der gegnerische Zerstörer kann sich nicht auf uns konzentrieren. Wir müssen versuchen, unseren Zerstörer zu unterstützen im Infight. Setzen hier wieder ein Feuer drauf, machen falls nicht viel Schaden. Aber der Gegner kann unser Feuer nämlich nicht reparieren. Er hat wahrscheinlich vorher den Schaden, den wir verursacht, war das Modul, was wir vorher beschädigt haben, repariert. Und muss deswegen unseren Brand jetzt ticken lassen. Können nochmal einen leichten Treffer landen. Wir sehen, die APs rattern langsam runter. Jetzt zeigt er uns Breitseite. Dieser Treffer sollte hoffentlich ein bisschen mehr sitzen. Und nochmal einen Brand drauf. Und so können wir diesen Zerstörer jetzt hoffentlich aus dem Gefecht nehmen, wobei er sich jetzt gerade natürlich nebelt. Ungünstig. Wir sind nämlich offen. Und hier kommen unsere 10-Kilometer-Tops. Einfach mal in den Nebel rein. Und hier sind auch schon die Torpedos, die auf uns abgesetzt worden sind. Hydro hatten wir nämlich nicht am Laufen gehabt, sonst hätten wir den noch ein bisschen früher gesehen. Aber er hat wahrscheinlich den Speed relativ weit gesetzt. Deswegen kein Problem für uns erstmal den Torpedos auszuweichen. Wir müssen wieder ein bisschen abdrehen. Wie gesagt, schaut auf die Map. Wir sind hier als Kreuzer mit am weitesten vorne. Wir müssen versuchen, diese Flanke ein bisschen, ja, auszunutzen, zu flankieren, um nicht irgendwo in Sperrfeuer reinzukommen vom Gegner oder dass er uns fokussiert. Das ist jetzt die ganz große Gefahr, weil wir relativ alleine unterwegs sind. Unsere Leute sind alle ziemlich fokussiert oben bei A.
was nicht keine so schöne Aufteilung ist, macht es für den Gegner natürlich viel einfacher, Einzelfahrer jetzt irgendwo zu fokussieren und rauszunehmen. Während das Gefecht weiterläuft, möchte ich euch mal kurz meine Schiffsmodifikationen vorstellen. Im Slot 1 habe ich die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drin. Im Slot 2 Schadensbegrenzungssystem Mod 1, alternativ auch Antrieb- oder Steuergetriebe Mod 1. Wer häufig Ausfälle erleidet, kann natürlich auch darauf zurückgreifen. Das ist so ein bisschen eine persönliche Einstellungssache. Im Slot 3 habe ich die Hauptbatteriemodifikation 2. Erhöht falls eure Nachladezeit der Hauptbatterie um 5%. Dafür könnt ihr aber die Drehgeschwindigkeit eurer Türme ja beschleunigen. Wir haben ja am Anfang ja schon gehört, die Türme drehen ja relativ langsam. Das gleicht es dann entsprechend ein bisschen aus. Alternativ könnt ihr auch Zielsystem Mod 1 verwenden. Damit habt ihr eine 7% bessere Streuung der Hauptbatteriegranaten. Oder wenn ihr das Schiff auf Flak skillen wollt, habt ihr im Slot 3 die Möglichkeit, Flak-Bewaffnungsmodifikation 2 einzubauen. Im Slot 4 habe ich Steuergetriebe oder auch Antriebsmodifikation 2 verbaut. Probiert es euch ein bisschen aus. Wie gesagt, ihr müsst flexibel sein, gerade beim Ausweichen der Granaten. Und Steuergetriebe-Modifikation gibt euch halt immer 20% auf die Ruderstellzeit, welche von 7,3 Sekunden auf 5,8 Sekunden verringert wird. Im fünften Slot, denke ich mal, gibt es keine großartige Diskussion. Da haben wir unser Tarnsystem Mod 1 drin. Und im sechsten Slot Hauptbatterie-Modifikation 3. Welche nochmal gegenwirkt gegen die Nachladezeit. Ihr habt nämlich mal 12% weniger Nachladezeit. Die Drehgeschwindigkeit der Türme gehen dann wieder ein bisschen hoch. Also wie gesagt, man kann ein bisschen mit rumspielen mit den Modifikationen. Das kann man ja je nach Belieben machen. Ansonsten alternativ auch im Slot 6 Feuerleitanlagen-Modifikation 2, welche euch nochmal die Reichweite erhöht. Ihr kommt nämlich auf 19,1 Kilometer anstatt auf 16,5 Kilometer. So, im Spiel pushen wir jetzt gerade den ED. Wir versuchen unseren ED zu helfen. Der gegnerische ED hat sich jetzt im Nebel versteckt. Wir sind aufgeschaltet, er kann uns ein bisschen beschießen. Leider ist unser Hydro abgelaufen. Wir müssen also dicht dran, aber wir versuchen ihn jetzt zu pushen. Also es nützt alles nicht in so einer Situation. Da muss man reinfahren und einfach mal in den Nebel reinschießen auch. Leider, wie gesagt, die hohe Nachladezeit. Jetzt wäre offen, wir bringen unsere hinteren Türme nochmal in Position und können den Gegner somit rausnehmen. Ja, wir haben uns ein bisschen über die Map verteilt, leider auch mit Schiffsverlusten, aber der Gegner hat jetzt auch schon ganz gut gelitten. Wir haben zwei Caps geholt, können die jetzt ein bisschen für uns ticken lassen und unseren Punkte-Nachteil wieder ein bisschen aufholen gegenüber dem Gegner. Der Gegner hat nämlich nur noch einen Zerstörer, wir haben noch fünf Zerstörer, sprich, wir haben den Vorteil, dass unsere Zerstörer natürlich aufdecken, Torpedos schmeißen können und die Caps erobern können, haben aber auf unserer Seite auch nicht mehr so die Schlagkraft, dass wir sagen, Schlachtschiffe, die Potenziale haben, den gegnerischen Schaden wegzutanken. Dieser ja, Vorteil entfällt jetzt auf unserer Seite. Es ist eigentlich ziemlich spannend, mal die Gegensätze so zu sehen, welche Seite jetzt stärker ist. Der Gegner hat es jetzt noch geschafft, schiffsmäßig auszugleichen. Wir sind punktemäßig mit 230 Punkten im Nachteil. Und hier haben wir die Möglichkeit, da hat sich jemand gebeacht, ihn dann entsprechend aus dem Spiel rauszunehmen oder gut zu beschädigen. Jetzt hätten wir natürlich gerne eine bessere Nachladezeit, schaffen es aber mit der ersten dabei ihn in Brand zu setzen. Er fährt schön rückwärts. Wir switchen von HE auf AP rum und versuchen natürlich jetzt gleich seine Breitseite ein bisschen ja, mehr zu penetrieren. Er dreht schön rein und geht jetzt natürlich gerade zu. Müsste aber gleich wieder für uns aufgehen. Aber wir stehen jetzt gerade so hinterm Berg, dass er nicht für uns aufgeht. Wir werden von fünf Leuten gerade anvisiert. Das ist eine ganz gefährliche Situation jetzt. Wir müssen jetzt leider ein bisschen weiter abdrehen, um den Gegner nicht zu viel Breitseite von uns zu zeigen. Wir sind zum Glück jetzt gerade zu. Und müssen das jetzt ein bisschen ausnutzen. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir eigentlich den Gegner so weit runtergeschossen haben, dass er fast raus gewesen wäre. Aber manchmal will man auch zu viel und gerät dann selber in die Situation, wo man rausgeht und der Gegner bleibt im Spiel. Er repariert sich jetzt hoch, oder beziehungsweise hat sich jetzt hoch repariert. Wir sind mit AP-Salbe drauf. Die kommt leider ein bisschen zu kurz. Er hat beschleunigt. Und wir treffen ihn nur ein wenig am Heck. Das reicht aber nicht, um ihn ernsthaft zu beschädigen. Schade, die Situation war eigentlich für uns da gewesen. Aber wie gesagt, auch ein Verbündeter von uns hätte das erkennen können und nochmal drauf schießen können. Konnten wir jetzt leider nicht ausnutzen, aber wie gesagt, wir haben zwei Caps, der Gegner hat nur einen Cap, wir können die Punkte auch für uns ticken lassen. Es ist dementsprechend auch wichtig, im Spiel zu bleiben und nicht die Situation auszunutzen, einen Gegner eventuell rauszunehmen und dann selber raus zu sein. Somit können wir unser Schiff weiter im Gefecht halten und
ja, unser Potenzial reinwerfen. Hier wieder ein Zerstörer, der schön dicht vor uns aufgeht. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Der wird langsamer. Was macht er? Nebeln? Ja, er nebelt sich. Eine Sache, wunderbar. 5400 Trefferpunkte und der Gegner ist raus. Während das Gefecht weiterläuft, sage ich euch mal ganz kurz meine Kapitänsempfehlung für die Ibuki. Ein Standard 10er Kapitän würde mir von mir zuerst das vorrangige Ziel erhalten, indem ihr seht, von wie vielen Leuten ihr aufgeschaltet seid. Wie gesagt, gerade bei den Kreuzern finde ich das sehr wichtig, diese Skillung drin zu haben. Als zweites den Elite-Schützen. Das bringt uns 0,7 Grad Drehgeschwindigkeit bei unseren Türmen. Den Inspekteur habe ich im dritten Slot drin, ein zusätzliches Verbrauchsmaterial. Und im vierten Slot den Tarnungsmeister für die Erkennbarkeit. Weitere Empfehlungen von mir werden danach der Skill Adrenalinrausch. Beschleunigt eure Nachladezeit der gesamten Bewaffnung. Der Sprengmeister, weil ihr habt hier schon eine gute Brandwahrscheinlichkeit auf die Ibuki und habt so nochmal 2% obendrauf. Und den Tausendsasser, um die Nachladezeit der Verbrauchsmaterialien nochmal um 5% zu reduzieren. Jetzt haben wir auch endlich den Schiffsvorteil auf unserer Seite. Unsere Punkte sind fast ausgeglichen und wir setzen jetzt unsere 10 Kilometer Torps auf die Republik ab, die uns jetzt aufdeckt, aber erstmal nicht auf uns zielt. Deswegen nutzen wir unsere AP und die Breitseite und gehen auf die Republik. Da hinten haben wir die Kutusow, die eigentlich jetzt besser zu uns steht. Wir laden nach und schießen drauf, aber die Kutusow dreht leider ab, deswegen können wir da jetzt keinen ganz schweren Treffer drauf landen. Wir haben jetzt 3 Ziele vor uns, 2 sind relativ low und die Republik ist noch am vollsten und hoffen wir, dass unsere Torpedos entsprechend ankommen und sie schwer treffen werden. Meine persönliche Meinung kann ich euch mal ganz kurz mitteilen zu Ibuki für alle, die vielleicht die Japaner farmen möchten oder kurz davor stehen oder die Ibuki jetzt gerade haben. Ich finde, sie ist ein sehr guter Übergang von der Mogami in den Tier 9, Tier 10 Bereich. Ihr habt viele Geschütze und könnt den Gegner somit konstant bearbeiten und vor allem auch Brände legen. Ihr solltet eure gute Erkennbarkeitsreichweite auf dem Schiff nutzen und euch entsprechend immer zum Gegner positionieren oder neu positionieren. Seid ihr mal mit Rangnis oder habt eine günstige Situation, können eure Torpedos, wie wir eben gerade gesehen haben, den Unterschied ausmachen. Bedenkt jedoch allerdings, dass euer Schiff sehr anfällig für Treffer ist und ihr somit niemals alleine irgendwo unterwegs sein solltet oder wie gesagt aus zweiter Reihe schießen. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, den gegnerischen Geschossen auszuweichen. Ja, unterstützt eure verbündeten Schiffe durch eure Feuerkraft und geht nicht alleine auf die Jagd. Eure Reloadzeit der Geschütze macht es nämlich sehr schwierig auf Gegner, die einfach schneller sind als ihr, entsprechend zu reagieren oder auch nachzuladen. Ein 1 gegen 1 Fight gegen einen anderen Kreuzer, der einfach schneller nachlädt, kann da mal ziemlich böse für euch ausgehen. Das Gefecht ist jetzt für uns erfolgreich zu Ende gegangen. Wir konnten es erfolgreich drehen. Wie ihr seht, wir haben 4 Gegner rausgenommen, 161.000 Schaden gemacht. Wir haben 2440 Basic XP gemacht. Ich denke mal, wir haben unsere Aufgabe als Kreuzer gut erledigt. Und es bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für euer Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Toxic85, euer Secrets Team. Bis bald.